auch zum Ende dieses Kapitels eine Ja-Nein-Frage, die Sie wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal gehört haben, vielleicht für uns heute ganz klar beantworten können. Gehört der Islam zu Europa? Seit 2000 Jahren schon, ja. Darüber? Der Islam gehört zu Europa, aber er ist nicht konstitutiv für die Grundwerte, die wir in diesem Kontinent haben.